Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oblivion. Hier in meiner brenzlichen Situation. Ich bin gerade kurz rausgelaufen, weil ich sonst keine Chance habe, irgendwas zu tun, und da leuchtet irgendwas. Wenn wir zumindest gucken, was da hinten leuchtet. Kann ich das gebrauchen? Hilfst du mir? Nein, du hilfst mir nicht. Du willst mich auch töten. Ich will mich einfach alles töten. Na, wenigstens läuft es mir nicht hinterher. So, ich glaube, meine Folge habe ich abgeschüttelt. Gehen jetzt mal kurz zurück. Und bereiten uns auf den Kampf vor. Er steht mir leider dazwischen, zwischen meiner Heilung und dem ganzen anderen Rest. Ich muss ihn leider töten, irgendwie. Ich weiß noch nicht wie. Ich weiß nur nicht, wie ich das jetzt reißen soll. Irgendwas sieht mich noch, höchstwahrscheinlich das komische leuchtende Ding, was mich versucht zu verfolgen, sich aber nicht bewegen kann. Und... lass mich doch in Ruhe. Kann ich es töten? Keine Ahnung. Es macht auf jeden Fall ziemlich viel Schaden. Ja, geil. Von einem Übel zum nächsten. Aber es kann keine Türen öffnen. Deswegen gehen wir einfach mal durch die Tür. Freuen uns dann Keks. Laufe ich noch richtig? Okay. Ich laufe wieder in die richtige Richtung. Okay. Da muss uns jetzt was einfallen. Irgendwas müssen wir reißen. Ich muss tricky arbeiten. Wollen wir mich jetzt verarschen? Jetzt lasst mich doch mal in Ruhe, Mann! Ich will doch nur in Ruhe. Mein Zeug durchziehen. Okay, der Hund ist tot. Hä? Ich kann mich nicht erinnern, dass er so weit weg war. Oh, ein Nierenwurz. So, das kleine Viech verfolgt mich immer noch. Ich hoffe, es verfolgt mich nicht hier rein. Das ist doch nicht dein scheiß Ernst, Mann. Ich muss das Scheißviech töten. Kannst du etwas tun, Kollege? Nee, da kann doch nichts tun. Zählt das als Geist vielleicht? Zielt das als Geist, Silberdolch. Ja, ich krieg auf jeden Fall Schaden, aber ich sterbe gleich schon wieder. Okay, folgendes. Wir sterben jetzt. Und dann laden wir den Speicherstand. Kommt nicht, okay. Das Laden hat's gebracht. Gut. Folgendes Problem, wir haben da noch einen Kreuzritter um die Ecke. Bei der Flucht. Da unten ist er gerade. Bei der Flucht habe ich es mitbekommen. Da mich dieses wispere Ding noch sieht, sieht auch er mich. Aber bewegt sich nicht. Das heißt, ich bereite mich jetzt drauf vor. Speichere noch kurz ab. Alles wird gut, Freunde. Wir kriegen das hin. Ich verspreche es euch, wir kriegen das hin. Ich muss nur kurz Mana aufbauen. Und meinen Bogen ausrüsten. Ich habe leider nicht mehr so viele Pfeile, ne? Ich habe noch viele Zwergenpfeile, ja. Das heißt, viele, die gehen sehr schnell leer. Bisschen ärgerlich, dass ich gesehen werde. So, mein Skelett kann ich beschwören. Der war hier geradeaus. Hier habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Aber er ist weg.
Wir sehen ihn ja noch, wenn wir da hochgehen, oder was? Ich habe keine Ahnung, wo der sich befindet. Hier war der Geist. Stimmt, runterschwimmen bringt nichts. Willst du mich... Oh! Er ist unter der Erde! Holy shit! Ich dachte, es wäre ein Fisch. Er stirbt. Er ist tot. So, ich habe gesagt, ich lasse mir was einfallen. Und ich habe mir was einfallen lassen. Ich habe ihn getötet. Ach, verdammt, falsche Fähigkeit. Ich habe ihn getötet. Oh Mann. Was für ein Idiot. So, da geht's wieder hoch, ne? Und, jetzt, wo war jetzt die Tür? Achso, du bist mein Skelett. Das war jetzt der Rückweg. Die andere Seite? Ist das der Rückweg? Nein. Genau der richtige Weg, den Weg, den ich einschlagen wollte. Das Skelett ist einfach immer noch da. Okay, zuerst das Skelett loswerden und dann ihn. Weil du mich gar nicht erst triffst? Ist das die Antwort, die du wolltest? Fuck. Natürlich habe ich keine Pfeile mehr. Das einzige Positive ist, dass jedes Mal, wenn der schießt, kriege ich einen Pfeil. Wenn er daneben schießt, jedenfalls. Hier, du beschwörst jetzt einen neuen. So, dann machen wir unseren Skelett fertig. Und speichern kurz ab. Los, Skeletti, töte ihn! Heilen bringt auch nicht viel. Jetzt stirbt doch endlich! Ich treffe die ganze Zeit mein scheiß Skelett. Guckt euch diese Heilung an. Nein, er läuft weg. Du mieses kleines Abschaumviech. Skeletti ist weg. Wir beschwören einen neuen. Auf geht's! Oh, Skelette, bist du blöd. Fuck! Es ist doch nicht der. Guckt euch das einfach an. Los, Skelett! Go! Nehmt das! Und jetzt fallt um! Ah, ich konnte nicht zuschlagen, ey. Guckt euch dieses miese Schwein an, ey! Mein Skelett ist weg. Oh, ich dreh durch. Los, auf ihn. Es ist doch nicht dein Ernst, Mann. Wie oft willst du dich denn noch heilen? Oh, dreckiger Abschaum. Ich dreh durch. Ich hasse solche Leute, die sich ständig heilen können. Wie viel Mana haben wir mittlerweile? 144. Das müsste jetzt gehen, ne?
Oh ja. Okay. Packen wir das auf die 3. Es ist ein bisschen leichter, sich so zu heilen, ne? Gut, was haben wir noch für Heilung? Sonst haben wir keine, oder? Doch. Überragende Wundenheilung. Verteidigungsschub. Ich muss jetzt planen. Seelenfalle, Schockberührung, Packesel ist auch nicht schlecht. Aber kann ich nicht einsetzen. Gebundener Dolch, gebundener Bogen, Henriks Hintertürchen, Donnerschlag, kann ich auch nicht einsetzen, wäre aber stark. Ja, so viel dazu. Unsere Optionen sind eigentlich hinlaufen und versuchen, ihn irgendwie zu killen. Das sind die Optionen, Freunde. Das sind nicht viele Optionen, aber egal. Ich warte jetzt noch eine Heilung ab. Klar kostet das viel mehr Mana und so, ne? Aber guckt euch die Heilung an. So P ist das. Genauso die gleiche Heilung, wie die auch haben. So, und der Kollege befindet sich nämlich hier irgendwo ums Eck. Das haben wir in der letzten Folge schon herausgefunden. Als der Sack da lang gerannt ist, da. Ist da. Was ist hier? Ja gut, ein bisschen Heilung. So, kleine Seele. Keine. Alles ziemlich leer. So. Aufgefüllt. Surprise. Und er sieht mich noch nicht. Okay. Jetzt sieht er mich. Was ist denn das für ein Meister im Kampf? Krass. Tötet ihn! Tötet ihn! Er kann sich bestimmt nicht heilen. Oh Gott, nicht auf mich gehen. Skeletti! Ja, versperr den Weg. Perfekt. Oh, fuck. Kurz speichern. Alter, guckt ihn euch an. Skeletti, tu etwas. Schlag ihn, ja. Schlag ihn. Oh. So. Ich habe die Asche von Hindari für Melisande gesammelt. Ich sollte sie sofort zu ihr bringen, ja. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Geringer Stab der Mühsal. Ich muss ein bisschen was ablegen, ne? Glasstreitkolben, ey, so viel wert. Und dann muss ich irgendwann mal zurück meine Sachen abgeben. Zwergenbogen und Bogen der Kälte. Theoretisch könnte ich ihn auffüllen, dann wäre er mehr wert, ne? Ich muss noch irgendwas ablegen. So, dann passt das schon. Zack. Okay, wir haben es geschafft. Puh. Ich habe euch gesagt, wir werden es irgendwie hinkriegen. Auch wenn der eine ziemlich gescheatet war. Der andere war schon sehr anstrengend, weil er sich ständig geheilt hat. Und ich konnte einfach nichts gegen die Heilung machen. Und dann haben wir Hindari gehabt. Der einfach nur doof war. Und gegen meinen Typen gelaufen ist. Völlig verreckt. Gut. Hauen wir ab. Hier war ja genau. Was in diese Richtung?
Diese dunkle Tier. Und schon bin ich da. Haha. Der Zero kennt sich aus. Und vielleicht werden wir den Vampir sogar noch vor Staffelende los. Das wäre der Burner. Würde mich freuen. Und ich freue mich schon auf Folge 150. Dann werden wir nämlich OP sein. Ah Gott, nein! Und es ist hell. Verdammt, wo muss ich hin? Bisschen zu weit weg, ne? Scheiße. Ich wollte auch mal wieder was töten. Was mich nicht tötet. Guck mal, der kriegt nicht mal Schaden. Das war. Oh, der Dolch ist so gut. Den dürfte, darf ich nicht ausstrapazieren. So muss ich ihn immer wieder aufladen. Das heißt, ich muss die Seelenfalle nehmen. Um meine kleinen Steine aufzuladen und dann diesen Dolch aufzuladen. Weil der ist echt schon stark. Zieht auch Leben ab und alles. Folgt mich das Ding immer noch? Ich wette, es verfolgt mich bis ans andere Ende der Welt. Das werde ich jetzt nicht mehr los, bis ich es töte. Wir wissen alle, ich kann es nicht töten. Ich kann nur hoffen, dass es nicht so lange dauert, bis wir dahin ankommen. Oh Mann. Das ist doch nicht dein Ernst. Du kannst mich doch nicht bis hierhin verfolgen. Warum ist das hier so ein komischer Kreis? Das ist... Dieses kleine Kackviech, ne? Das verfolgt mich jetzt ernsthaft immer noch. Müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen? Ich sehe ihn nicht mal. Der ist nicht ansatzweise bei der Nähe. Aber der kann mich anscheinend riechen. Vielleicht stinke ich nach Katze. Ich weiß es nicht. Stinken Katzen? Habt ihr schon mal an eurer Katze gerochen? Ich sollte mal an Mr. Flauschig riechen. Da weiß ich, wie viele Katzen riechen. Ich weiß wirklich nicht, wie Katzen riechen. Immer wie ein Hund riecht, das weiß jeder. Er riecht wie, keine Ahnung, 3 Tage alte Schuhe. Die du, nein, 3 Jahre alte Schuhe. Nicht 3 Tage. 3 Tage ist ein bisschen kurz. 3 Jahre. So riechen Hunde, finde ich. Also, sie riechen nicht angenehm. Aber sie sind halt flauschig. Da kann man nichts dagegen tun. Muss man halt ab. Was ist denn da? Das sind Leute. Pyrites Schrein. Hi. Hallo? Die schlafen? Bewusstlos. Ich habe den Schrein für Pyrite gefunden oder Pyrite, aber irgendwas stimmt nicht mit seinen Jüngern. Sie scheinen in der Zeit erstarrt, ohne Geist und Willen. Keiner bewegt sich oder spricht. Wer da bewegt sich? Eine willkommene Abwechslung. So, Sterblicher, ihr habt also meinen Schrein gefunden und meine Anhänger gesehen. Sie sind ein peinlicher Anblick. Die Narren haben einen Zauber gesprochen, um mich herbeizurufen. Das war hochmütig und dumm, und es hatte Folgen. Meine Anhänger sind gefangen zwischen den Welten. Ihre Körper hier auf dieser Ebene, ihre Seelen in Oblivion. Ihr sollt Körper und Seelen wieder zusammenführen. Ich werde euch auf die Ebene von Oblivion bringen, auf der sie gefangen sind. Findet ihre Seelen. Wenn ihr alle gefunden habt, werde ich euch zurückholen. Kommt wieder, wenn ihr soweit seid. Pyrit sagte mir, dass 5 seiner Anhänger beim Versuch, ihm näher zu sein, ihre Seelen auf eine Ebene von Oblivion transportiert haben. Der Dedra möchte, dass ich dorthin reise und ihre Seelen zurück in diese Welt bringe. Ich sollte mich der Statue erneut nähern, wenn ich für die Reise bereit bin. Ich komme wieder. Keine Frage. Aber ich habe gerade Besseres zu tun. Oh, ich bin frei. Ich habe jetzt die Hälfte des Weges geschafft. Oh,
endlich. Oh, endlich, ja. Wenn ich jetzt vampirlos werde, können wir morgen direkt diese Quest machen. Was verschlägt euch in diese... Ach, ich brauche noch die Nachtschatten. Sobald ich alle Zutaten habe, die ich brauche, stelle ich ein Heilmittel für euch zusammen. Dies ist eine heikle Angelegenheit, bei der nicht gehetzt werden darf. Vampirasche. Hindaril ist zerstört? Von euch hat man wahrhaftig noch Großes zu erwarten. Ich werde die Asche an mich nehmen. Endlich kann wenigstens ein Teil von ihm einem guten Zweck dienen. Okay, jetzt haben wir noch Knoblauch und das Nachtschattengewächs. Wohl nicht so einfach zu finden wie Knoblauch, aber wenn ihr fest entschlossen seid, wird eure Suche erfolgreich sein. Haltet eure Augen offen. Diese Pflanze wächst oft in der Wildnis. Also. Auf Wiedersehen. Durch meine Albträume von diesem Spiel, als ich das gesucht habe, weiß ich, dass es war entweder hier oder da. Aber ich glaube, es war eher hier. Es war eher in der Nähe von Bravil. Ich bin mir da fast sicher, da habe ich gesucht. Miss. Nebel? So. Ich glaube, ich muss in die Richtung dafür. Seit wann gibt es hier Nebel? Schleiche ich? Ja, ich schleiche. Ich wollte gerade sagen, wieso bin ich so langsam? Ich glaube, das war hier hoch. Es gab mehrere Anlaufstellen, wo die wachsen. Ah, wenn ich mich jetzt nur erinnern könnte. Meine Erinnerung ist trübe. Ja gut. Ich würde euch Folgendes vorschlagen. Ich laufe hier erstmal in der Weltgeschichte rum, suche, wo die wachsen und dann sehen wir uns einfach nochmal wieder, weil ich möchte jetzt keine 20 Minuten hier noch rumlaufen oder wie ein Nachtschattengewächs suchen. Wäre ein bisschen zu blöd. Mondshut? Nein. Das war's nicht. Trollkirschen brauchen wir. Pilze kann man ja zwischendurch mal mitnehmen. Aber ein paar Minuten können wir hier mal kurz drauf bringen. Aber hier sind sie auf jeden Fall nicht. Das sehen wir hier dran, weil das hier wächst. Blauen Eisenhut, oder? Ah, oh, das war der Pilz. Glaube ich. Also für mich klingt Trollkirsche nach kleinen Früchten. Also wird das höchstwahrscheinlich nicht das was sein, was wir suchen. Ja gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder und dann an Ort und Stelle, wo wir diese finden. Das ist der Plan. Haut rein, euer Zero. Tschüss.